So, ich bin wieder da und ich habe es geschafft. Ja, ich musste ein paar Mal neu laden sozusagen. Und im Grunde, was ich gemacht habe, ich habe. Oh, einen Moment. Das habe ich nicht Beim gemacht. nächsten Mal werde ich dich umbringen. So. Ja, das habe ich auch nicht gemacht. Ich bin immer außerhalb seiner Reichweite geblieben. So. Habe ihn dann quasi von hinten oder von der Seite immer geschlagen. Was er aber auch einmal hatte, er hat irgendwie den Kampf abgebrochen. Ich weiß nicht warum. Ah, das war knapp. Ich hab schon gespeichert, wo ich es geschafft habe. Das ist bloß zum Demonstrieren, wie ich das gemacht habe im Grunde. Immer wieder. Immer so ihn vorbeilaufen lassen. Und man muss sich aus seiner Reichweite befinden. Von seiner Waffe, weil die ist ziemlich weitreichend. Ah, Mist. Schon wieder nicht. Ja, komm, das kriege ich doch hin. Ich habe es doch gerade schon gemacht. Weil ihr seht ungefähr, wie es funktionieren würde. Denn er macht immer so einen Sturmangriff und da kommt er mit gezückter Waffe so auf uns zu und er läuft immer noch ein bisschen weiter. Und das ist dann der Moment, wo wir dann quasi zur Seite gehen und einfach seine Seite erwischen. Er muss sehr genau timen. Jetzt ist er, glaube ich, schon zu weit weg. So ist besser. Ja, 110 Erfahrungspunkte gibt es dafür und eine Stachelkeule. Außerdem hat er Amphore dabei, Rasiermesser, Fackeln, bisschen Erz, einen Haufen Heiltränke, Reisschnaps, Fleisch, Brot und Reis. Und damit haben wir auch Karim beseitigt. Wow. Aber meine Frage ist: Ist das besser als was wir haben? 25 Schaden, ja. Die Stachelkeule ist besser. Hat vielleicht nicht so eine Reichweite, aber müsste eigentlich dieselbe sein. Sieht in der Grafik nicht so aus. Karim, was sagst du Suchst du dazu? wieder Streit? Und schon wieder bei mir? Ich habe dich beseitigt, Mann. Ja, und er Geh wollte zur einmal, Seite. als er ungefähr die Hälfte der Lebenspunkte hatte, da wollte er auf einmal, hat er sowas gesagt wie von wegen, verschwinde oder warum zückst du deine Waffe so, als der Kampf war zu Ende. Der Arena-Kampf, die Musik hat aufgehört und er wollte dann einfach nur zurücklaufen zu seinem alten Platz. Und ich habe dann trotzdem auf ihn draufgehauen, aber dann hat er mich wieder angegriffen, natürlich, und mich wieder platt gemacht. Aber das zählt dann, glaube ich, nicht mehr als Sieg in dem Arena-Kampf. Das muss in diesem Arena-Kampf passieren, solange die Musik halt spielt. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinem. Okay, gegen Johannes können wir komischerweise nicht kämpfen. Aber okay. Aber gegen Karim und. Sonst kämpfe ich eigentlich immer nur gegen Kirgo, weil das reicht aus, um Skettys Zustimmung zu bekommen. Aber jetzt habe ich auch mal es gegen Karim versucht. Und ja, es war ein sehr, sehr harter Kampf. Und ja, Safe Loading hat mir da dann geholfen. Normalerweise soll man das wahrscheinlich gar nicht. Ich dachte, er hätte vielleicht eine bessere Waffe, aber 25 ist auch besser als was wir jetzt haben. Skatty. Ich habe gegen Kirgo gekämpft. Ich habe gegen Kirgo gekämpft. Und du hast ihn geschafft. Nicht schlecht für einen Anfänger wie dich. Ich bin beeindruckt. Yeah. Ich bin auch beeindruckt. Aber das Beeindruckendere ist gegen Karim gewesen. Ich bin gegen Karim angetreten. Und du hast ihn umgehauen. Ich muss schon sagen, nicht schlecht. Er war immer einer der besten Kämpfer hier. Du hast mich schwer beeindruckt. Schwer beeindruckt haben wir ihn jetzt sogar. Jawohl. Hui. Aber ja, das war etwas. Hatte ich eigentlich ursprünglich gar nicht vor. Jetzt bluten hier alle rum. Kirgo und Karim. Aber ja, ich habe dann so eine kleine. So ein Ehrgeiz hat mich da gepackt in dem Moment. Ich dachte, das muss ich noch eben hinkriegen. Weil ich sonst. Das mache ich sonst nie. Gegen Kirgo kämpfen reicht eigentlich. Aber für mich nicht. Es muss besser sein. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich überhaupt gegen Karim gekämpft habe. Und wie man gesehen hat, Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen hat das seinen Sinn gehabt. Weil man muss schon sehr viel stärker sein, eigentlich, um ihn zu besiegen. Aber mit der richtigen. Das ist auch das Coole am Spiel. Solange man überhaupt Schaden macht, Lass wenn ich mich keinen Schaden. vorbei! Ja, ist ja gut. Solange man überhaupt Schaden macht, hat man eine potenzielle Chance. Bei Pavel ist auch noch nicht wieder geheilt. Aber er erholt sich bei Sumpfkraut. Aber da hat man immer eine Chance, vor allen Dingen gegen gegnerische Kämpfer. Tiere ist ein bisschen schwieriger, glaube ich. Aber man kann den so mit Sidestepping, kann man den wohl besiegen. Das ist eine gute Strategie, die sich durch Trial and Error jetzt bei mir wieder rausgekristallisiert hat.
Dusty. Komm, steh auf. Dein Freund Melvin ist schon im Sumpflager. Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Erz. Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parves da unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ist cool. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften. Ja, wieso gehst du nicht einfach? Dir gefällt's ja nicht. Wieso gehst du da nicht einfach? Weil ich nicht sicher bin, was mich da erwartet. Ich habe einen Kumpel hier gehabt. Melvin heißt er. Er ist vor einer Woche ins Sektenlager abgehauen. Aber ich habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Und solange sich das nicht ändert, bleibe ich besser hier. Achso. Ich war im Lager. Ich war im Lager der Sekte und habe Melvin getroffen. Und? Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten schikanieren zu lassen. Hey Mann, er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss dahin. Aber ich komme nie aus dem Lager raus. So? Warum nicht? Die Gardisten haben spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Schätze, ich habe zu viel geredet. Ich bräuchte mindestens 100 Erz, um die Wachen zu bestechen. Na, ja, so viel habe ich. Was wäre, wenn ich dir die 100 Erz für die Wachen geben würde? Das würdest du tun? Warum? Nun, sagen wir mal, du bist nicht der Einzige, der dein dummes Grinsen gerne im Sektenlager sehen würde. Soll das heißen, du willst mit mir dahin gehen? Ich werde mit dir zum Sektenlager gehen. Yeah. Gut, Mann, ich bin bereit. Wir können los, sobald du soweit bist. Aber ja. Vergiss nicht, wir brauchen 100 Erz für die Wachen. Ich bin bereit, lass uns gehen. Okay, lass uns durchs Südtor gehen, auf keinen Fall durchs Nordtor. Die Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut. Also los. Also los. Dusty, folg uns. Ja. Das Südtor ist ja auch näher bei. Also von daher kommt mir das ganz gelegen. Bringen wir Dusty ins Sektenlager. Da der Weg momentan frei ist, von Baal Parves frei gemacht, sollten wir da kein Problem haben. 100 Erz. Was sagt denn unsere Mission dazu? Na. Jekyll. Na, du willst kein Geld, wa? Nein. Dusty, komm. Wir gehen zum Sektenlager. Halt! Wo soll's denn mit unserem Freund hier hingehen? Ja, das geht dich einen Dreck an, wird zum Kampf wahrscheinlich führen. Oder wir sind unterwegs ins Lager der Bruderschaft, wird auch nicht so nett sein, glaube ich. Oder? Wir sind unterwegs ins Lager der Bruderschaft. Wo ihr nie ankommen werdet. Okay. Das ist nicht sehr nett. Und ich habe nicht gespeichert, doi. Okay. Karim, fall einfach um. Danke. Ja, das sollte man vielleicht... Man sollte immer speichern. Ich meine, eigentlich weiß ich das, aber... Man denkt dann, man kriegt es irgendwie auch so hin. Ich meine, ich wusste, was die richtige Antwort ist, also... Pff, ich habe keine Entschuldigung. Außer, dass ich halt neugierig war. Ich penne eine Runde. Hat keiner was dagegen? Sieht nicht so aus. Guten Morgen. Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Es wird sich bald so einiges ändern in der Kolonie. Und wenn ich sage bald, dann meine ich... Es dauert noch ein bisschen. Gequatscht wird also, viel. Gequatscht wird viel, ja, das stimmt. Dusty, steh auf. Komm. Ein Busch im Weg. Ich. Okay. Dusty ist wieder bei uns. Auf geht's. Folgst du uns?
Ne? Er guckt uns nur an. Du sollst uns nicht nur angucken, du sollst uns folgen. Bleib da stehen, wenn wir... Wo guckst du eigentlich hin? Das hier, du verrenkst dir gerade den Hals. Ja, genau. Guck hierher. So ist besser. Verrenkt sich voll den Hals. So. Na, kommst du ran? Ne. Ich muss wohl ein bisschen weiterlaufen, damit er gewillt ist, uns zu folgen. Er hält einen Sicherheitsabstand, was ich durchaus verstehen kann. Oh, ich dachte, ich komme so durch. Das. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich habe nichts gesehen. Gut. 927. Nein, ich hatte wieder genug für Torus. Aber es bringt nicht viel, wenn man Torus mit 1000 Erzbrocken besticht. Erstens kriegt man die nicht wirklich wieder. Oder zumindest eine ganze lange Zeit nicht. Und, dann ist man, sind da ja überall auch Gardisten positioniert innerhalb der Burg und die sind dann weniger begeistert davon, dass wir uns den Weg hier reingekauft haben. Es ist auch nicht der präferierte Weg oder der vom Spiel eigentlich vorgesehene Weg. Der Weg, der vom Spiel vorgesehen ist, ist, dass man eben sich einem Lager anschließt. Dafür braucht man mindestens Stufe 5, aber wir haben ja schon Stufe 6. Also das passt, aber wir müssen halt Aufgaben für das jeweilige Lager erfüllen, damit wir dort aufgenommen werden. Entweder als Schatten im alten Lager, als Novize im Sumpflager oder als Bandit im neuen Lager. Und jedes Lager, jedes Lager hat seine Vor- und Nachteile. Im Großen und Ganzen macht das keinen wirklichen Unterschied, weil man kann überall Nahkämpfer zumindest werden. Fernkämpfer ist sowieso etwas, was hier unter ferner Liefen läuft. Und höchstens noch Magier. Ob man jetzt Feuermagier werden möchte eventuell oder Wassermagier. Aber ist das an das Lager gekoppelt? Ich glaube schon, ja. Aber das ist ja noch alles in weiter Ferne für mich. Momentan versuche ich nur mit meinem Novizenrock durchzukommen. Und ja. Und ich fand alle drei Lager sind cool. Das ist eine schwierige Entscheidung immer gewesen. Deshalb habe ich das eigentlich immer oft hinausgezögert, so die Entscheidung, soweit es eben ging. Soweit ich so durchkommen konnte durch das Spiel, durch das erste Kapitel zumindest. Weil ich will mich nicht entscheiden müssen. Das alte Lager mag ich wegen seiner Atmosphäre und der Gemütlichkeit, die dort herrscht, so alles in allem. Wegen den Buddlern vor allen Dingen. Die Buddler sind cool. Aber hier mag ich auch die Novizen, ich mag die Gurus. Die Templer mag ich nicht so gerne tatsächlich, aber sie sind halt auch cool auf ihre Art. Die Novizen sind so ein bisschen noch nicht ganz im Schläferwahn. Die sind noch halbwegs menschlich. Die Templer sind ein bisschen sehr extrem. Komm her, Dusty. Ich bring dich jetzt zu Baal Tondral. Wir können deinem Freund Melvin guten Tag sagen. Ja, und das neue Lager, das ist eigentlich das, was mir im Großen und Ganzen nicht am wenigsten gefällt tatsächlich. Weil so Banditen ist zwar auch cool auf seine Art, aber es ist sehr unkollegial dort eigentlich. Und hier ist es auch entspannt. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich's auch nicht mehr. Ich werde es ihm ausrichten, wenn ich ihn nochmal sehe. Er steht direkt hinter euch, Leute. Er ist hier. Ich bin bereit, lass uns gehen. Wir gehen doch schon. Okay, auf zu Baal Tondral. Was ist der beste Weg für Dusty? Ich will nicht, dass die Wegfindung hier... Er verhängt sich schon wieder den Hals. Dass die Wegfindung ihn irgendwie in eine missliche Lage bringt. Deshalb laufe ich einen leichteren Weg für ihn. Und für mich natürlich auch, aber bei mir macht das nicht so viel aus. Draußen fliegen wieder die Jets. War doch klar, dass da. Da ist die Schmiede. Hier müssen wir hin.
In seiner Haut will ich trotzdem. Guten Tag, Templer, der Schläfer erwache. Oh, ja, und da ist. Ja, ist ins Wasser gefallen, jetzt sumpft er sich hier durch. Komm her, Dusty. Erstmal abladen. Wir sind so da. Baltondral, ich habe einen mitgebracht. Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung, Meister. Ja. Gut. Von heute an soll er zu meinen Schülern zählen. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich brauche eure Stimme. Gib sie mir. Du hast dich als würdig erwiesen. Kor Kalom soll dir die Robe geben. Wow, cool. Dusty, gefällt's dir hier? Achso. Na, jetzt ist er raus aus unserer Gruppe und wird sich zu den anderen Novizen setzen. Und bald auch coole Tätowierungen haben. Was haben die auch alle im Sumpflager? Außerdem einen coolen Novizenrock. Hat Baltondral irgendwas in seiner Hütte? Die sieht ja ein bisschen größer aus. Ne, tatsächlich nicht. Nur eine Wasserpfeife und kärglich eingerichtet, die Gurus. Die leben echt asketisch. Ich habe da drin nichts zu suchen, ich weiß. Aber ich guck trotzdem mal nach. Ich bin noch im alten Lagermodus. Nur Betten hier und ein paar Statuen von irgendwelchen uralten Götzen. Ich glaube, das haben die Sumpflagerleute, die Novizen und Gurus alle hier so vorgefunden. So, ich glaube, dann haben wir eigentlich alle Gurus beeindruckt. Bis auf den einen, von dem ich ja davon ausgehe nach wie vor, dass der erst beeindruckt ist, wenn wow, das ist wirklich nicht mein Problem. Wir die anderen beeindruckt haben. Wenn wir genug für die Gemeinschaft getan haben. Bei denen weiß ich immer noch nichts. Wir können noch ein bisschen rauszoomen hier mit dem Mausrad. Na, Baltüren ist und bleibt hartnäckig. Und versuchen wir mal zu Iberion zu gehen. Seiner großen Halle hier. Halt! Hm? Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Ich würde gern mal in den Tempel des Schläfers gehen. Undenkbar! Ein Ungläubiger im Tempel! Bevor du dich nicht in den Dienst des Schläfers gestellt hast, wird dir der Zutritt zum Tempel verwehrt bleiben. Ja. Ist wie die Burg im Grunde genommen im alten Lager. Na gut. Na gut, wir haben ja 4 Baals überzeugt. Ich halte mich gar nicht. Also sollte das ja gut sein. War doch klar, dass das Ärger gibt. Müsste Kor Kalom uns jetzt ja eigentlich die Option geben, dass wir aufgenommen werden können. Das war nicht besonders schlau. Komme ich hier so hoch? Ja. Zip. Eine kleine Abkürzung. Aber ich will mich noch nicht dem Sumpflager anschließen. Zumal es ja auch andere Optionen gibt für uns noch. Ende. Kaloms Leibwache. Und Kor Kalom ist immer hier. Willst du? Wollen wir uns reden? Was willst du? Was willst du? Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Baal Orun sagt, ich habe mich als würdiger Diener des Schläfers erwiesen. Weiter? Baal Kadar hält mich für einen gelehrigen Schüler. Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Und? Baal Tondral sagt, ich soll die Robe erhalten. Ich habe einen neuen Schüler zu ihm geführt. Gut, wenn die Baals für dich sprechen, dann soll mir das reichen. Ja. Hier, zieh das an. Und jetzt geh und mach dich nützlich. Ja,
Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Ja, wir sind jetzt eigentlich gehören jetzt zur Gilde der Novizen. Das ist das Sumpflager natürlich. Und haben die leichte Novizenrüstung bekommen. 30 Schutz vor Waffen, also doppelt so viel wie der Novizenrock. Und 15 Schutz vor Feuer. Auch nochmal ein bisschen mehr. Das ist 750 Erzwert. Wert. Aber jetzt können wir uns den anderen Lager nicht mehr anschließen. Das sind die gescheiterten Missionen jetzt. Aufnahme neues Lager und Aufnahme ein altes Lager. Also egal wie man es macht, man wird sowieso zwei gescheiterte Missionen haben im Laufe des Spiels. Aber ich bin ja noch nicht ganz durch. Ich will ja noch ein paar andere Quests machen, die ich nur kriegen kann, wenn ich hier noch die anderen Aufnahmen offen habe. Die Frage ist, bin ich denn jetzt schon bereit für das alte Lager? Was sagt Diego dazu? Kann ich schon Schatten werden? Ich halte mich da lieber raus. Kann ich Schatten werden? Kann ich Schatten sein? Kann ich Schatten werden? Kann ich Schatten sein? Erstmal die Keule anlegen. 5 Schaden mehr, jawohl. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich lauf in den Sumpf hinein. Oh, oh, oh. Ob das so schlau ist? Ich glaube nicht. Trotz Stachelkeule. Das Einzige, was ich hier gut töten kann, sind Blutfliegen jetzt. Aber Sumpffeier sind, glaube ich, noch eine Nummer zu groß für mich. Aber hey! No risk, no fun. Hallo Sumpfall. Ich mache gar keinen Schaden. Ich meine, ich könnte sie platt machen, weil die sind ziemlich dusselig eigentlich. Wenn ich nur irgendwie Schaden machen würde, aber ich habe so wenig Stärke derzeit. Die haben so eine hohe Schutz vor Rüstung, dass das überhaupt nichts bringt. Selbst wenn ich sie treffe. Deshalb bleibe ich erstmal bei Blutfliegen. Klauen mir ein bisschen ihre Flügel. Ja, vor Sumpfhallen sollte man sich in Acht nehmen. Heilkräuter. Mit 3 Blättern. Na gut. Hi Kids. So, du bist tot. Hey. Wie fliegt ihr eigentlich? Was ist das für ein Unsinn? Einen Moment mal. So, jetzt geht's. Oh oh, er hat uns entdeckt. Bitte dreh dich um, danke. Ich will jetzt gegen keine Sumpfhaie kämpfen, weil wie gesagt, ich kann die überhaupt nicht verwunden. Das hat überhaupt keinen Sinn. Aber die blockieren hier teilweise die Pfade. Ey, was machst du denn da? Wer bist du? Shred! Shred, was machst du da? Wieso? Was für ein Idiot. Du bist ein Charakter, mit dem ich eigentlich reden möchte. Der Waldschrat ist das wohl. Oh Gott, ich sehe ihn schon sterben. Er ist so dumm. Er ist so dumm. Du wirst das Ding nicht abschütteln, wenn du so durch den Wald, durch den Sumpf starkst. Ich gehe mal hier in diese Hütte. Es gibt hier Betten. Ich glaube, hier hat Shred gelebt. Eine Truhe mit Fackel und Bier. Hm. Aber Shred war so dusselig, dass er sich hat vertreiben lassen. Eine Leiche. Keine Ahnung, ob der nochmal wiederkommt. Das sind so Sachen, die passieren dann plötzlich im Spiel und man weiß gar nicht. Eigentlich sollten wir den in Ruhe treffen und uns mit ihm unterhalten oder sowas. Aber wenn er natürlich durch die Gegend rennen. Hey, bleib mal stehen. Shred, Shred, bitte. Hey. Wo rennst du hin? Bleib einfach stehen. Ich will nur mit dir reden. So. Was machst du denn hier? Weglaufen. Habe ich dir erlaubt, mich anzusprechen? War nur ein Witz. Diese verdammten Spinner gehen mir gehörig auf den Sack. Deswegen bin ich hier. Sprich mich nicht an. Bitte den Schläfer um Vergebung. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit.
Das hält man ja im Kopf nicht aus. Kein Wunder, dass die hier alle Gaga sind. Ich bin Shred. Novize ersten Ranges. Und das werde ich auch bleiben. Nicht, wenn du dich töten lässt. Ja, das ist Shred. Er sollte eigentlich in der Hütte, die wir gerade durchsucht haben, sein, aber aus irgendeinem Grund hat ihn eine Blutfliege verjagt und danach ein paar Sumpfhaie. Und er steht kurz vorm Tod, so wie ich das sehe. Wenn er so dumm ist. Ich will der Bruderschaft beitreten. Kannst du mir helfen? Du willst bei dem Laden hier mitmachen? Ich überlege gerade, wie ich hier wegkomme. Wir könnten ein bisschen durch die Kolonie ziehen. Ein Einfallstempel ausplündern, ein bisschen Erz sammeln. Was denkst du? Okay, wir könnten Shreddy jetzt mitnehmen. Aber ich sehe gerade was ganz anderes. Ey, der schubst mich weg. Was hat dieser Sumpfhai vor? Okay, komm mit. Lass uns zusammen losziehen. Komm mit. Das ist doch mal ein Wort. Auf geht's. Lauf, Shred. Lauf. Es ist ein Sumpfhai. Shred? Shred? Was passiert dort? Ach, du ahnst es nicht. Was ist das denn? Schmerzen? Ja, das wird Schmerzen geben für Shred, den Deppen. Ich glaube, dieser Sumpfhai wollte einfach nur zurück zu seiner Startposition und hat irgendwie die Spur von Shred verloren. Deshalb stehen die sich jetzt einfach nur dumm gegenüber. Shred sollte eigentlich in der Hütte stehen. Er sollte uns folgen jetzt. Aber es tut er auch nicht. Ich glaube, das ist ein Standoff zwischen Sumpfhai und Shred. Habe ich auch noch nie erlebt. Also... ich quäle ihn mal ein bisschen. Okay. Shred, lauf weg. Hey, wir kriegen Unterstützung. Jawohl. Von da hinten. Aber es bringt gar nichts. Weil der Bogen von dem Templer, der da ist, keinen Schaden macht. Okay, folg uns. Wenn du uns folgst, wird der wahrscheinlich in den Nahkampf gehen und dann dürfte der sterben. Oh oh. Ich muss hier weg. Schneller. Jetzt sind wir in Gefahr. Komm, zück deine Waffe. Nicht schießen, das bringt nichts. Meine Güte, was hat der Templer für Typen? So, du Templer. Du hast eine tolle Armbrust, die bringt aber nichts gegen solche gepanzerten Viecher. Wo ist der? Was zum... Er ist in der Brücke. Oh nein, oh oh. Ah, kommt auf mich zu, ich muss hier runter. So, Templer, was ist mit dir? Hallo? Alles nur wegen Shreds Blödheit. Okay, er hat sich auf uns fixiert. Er kann ja gerne herkommen. Ich will nur, dass der Templer endlich reagiert und seine Waffe zückt und in den Nahkampf geht. Oder gehen ihm irgendwann die Bolzen aus? Ich glaube nicht. Wir können endlos schießen, die NPCs. Ah, das hier nicht. Pff. Ja, Templer, jetzt bist du dran. Oder auch nicht. Hä? Irgendwer zückt da seine Klinge. Wer ist das? Wow, was für ein Blödsinn hier. Okay, ihr beiden könnt ewig so weitermachen, wenn ihr wollt. Das ist mir egal. Ihr könnt es auch immer mal lösen, euer Problem. Wo ist unser Shrekman? Der war doch gerade noch hier. Er sollte uns eigentlich folgen. Ich wollte ihm sagen, hier trennen sich unsere Wege, weil ich will den eigentlich gar nicht mitnehmen. Bitte, okay, ich werde eine Runde pennen jetzt. Vielleicht taucht er dann wieder auf. Keine Ahnung. Ich penne von Sumpfhaien umgeben. So, was ist in der Zwischenzeit passiert? Ich habe eine ganze Nacht gepennt.
irgendwas gelöst von dem unserem kleinen mysteriösen Problem, was wir gerade hatten. Aha. Okay, du stehst ja schon mal richtig. Jetzt finde nur einen Weg, deine Waffe zu zücken. Ist jetzt dumm, seine Waffe zu zücken. Templer. Es bringt nichts. Und er hat schon Schaden genommen. Naja, kein Wunder. Und der Sumpfei hat keinen Schaden genommen. Schmerzen. Folge mir einfach. Ja genau, oder lauf weg. So, und jetzt, bleib bitte stehen, Shred. Ich will nur einmal mit dir reden und dir sagen, dass du mir nicht mehr folgen brauchst, aber du hast ja sowieso gerade ganz andere Interessen, glaube ich. Okay, bist du in Sicherheit? Hier trennen sich unsere Wege. Ich werde von hier aus allein weiterziehen. Ja. Na gut, ich werde zurück in mein Versteck im Sumpf gehen. Pass gut auf dich auf. Ja, vor allen Dingen, du passt gut auf dich auf. Ja, den können wir jetzt immer mitnehmen, aber Shred ist eigentlich ein schwacher Charakter, den will ich auch ungern sterben sehen. Deshalb haue ich hier schnell ab, weil ich möchte nicht, dass ich sehe jetzt oder mitkriegen könnte, dass irgendein Gegner oder Sumpfer ihn dann doch tötet. Da bin ich wieder. Ich soll die nächste Ladung abholen. Na klar. Und sie wieder ans neue Lager verhökern. Also wieder? Ich will 50 Erz sehen. Mein üblicher Vorschuss. Okay. Aber hast du eine andere Stimme bekommen? Okay, wer ist der Abnehmer im neuen Lager? Okay, wer ist der Abnehmer im neuen Lager? Ich verrate dir den Namen und du bist mit dem Kraut über alle... Okay, will 50 Erz haben. 50 sind fair. Hier, nimm. Gut, hör zu. Sein Name ist Cypher. Du findest ihn meistens in der Kneipe auf dem See. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Okay. Immer tüchtig weitersammeln. Balor erwähnte einen Mann namens Cypher, der ein dankbarer Käufer für die Sumpfkrauternte wäre. Ich finde ihn in der Kneipe auf dem See des neuen Lagers. Allerdings würde mir das gewaltigen Ärger mit den Gurus einbringen. Ja, immerhin hat es für 50 jetzt nochmal 50 Erfahrungspunkte gegeben. Ah, okay. Das war nicht ganz nutzlos. Hey, Baal Netbeck, wie geht's deinen Bäumen? Wahrscheinlich gut. Errichte eine Blumenwiese. Was? Steckt wieder fest. Oh nein. Aber ich kann tauchen. Ich dachte schon, ich muss neu laden. Manchmal geht das auch gar nicht, weil man sich in einem Schwebezustand befindet und das Spiel lässt einen dann nicht speichern. Es lässt einen auch nicht speichern, was ja auch eigentlich auch Sinn macht, wenn man gerade irgendwo runterfällt und sterben könnte. Da zu speichern wäre selten dämlich. Wie läuft die Krautproduktion? Wir belasten jeden Mann bis ans Äußerste. Ja. Das tut dem Mann. Okay, ich glaube, die Problematik hier hat sich gelöst. Wir könnten jetzt Novize werden. Damit haben wir eigentlich alles erledigt. Auftrag von Torus. Okay. Ja, im Grunde ist jetzt ja nochmal das alte Lager, noch ein paar Aufgaben, die wir da erledigen können. Oder auch schon erledigt haben. Aber hier gibt es abgesehen von Schwarzer Weiser eigentlich nichts mehr für mich. Lester. Nö. Der Schläfer möge dich behüten. Danke. Na gut. Eine Plattform. Ja, die haben auch ein Tor hier. Kann sogar hochklettern. Bringt nichts, aber man könnte hier hochklettern. Man kann überall hochklettern. Und diese Fackeln würden auch angehen, wenn Nacht wäre. Und, wir sehen die Sonne und sie hat einen Lensflare-Effekt. Wenn das nicht cool ist. Ja, selbst an solche Kleinigkeiten haben sie gedacht. Dass wenn man die Sonne aus einem bestimmten Winkel betrachtet, man geblendet wird. Das ist Gothic, das ist toll. Dieses Spiel ist so super! Es hat natürlich seine Eigenarten. Aber an die gewöhnt man sich und die gehören auch zum Charme dazu. Ja. Was das mit Schwert war, der Waldschrat, sozusagen der Sumpfschrat. Keine Ahnung. Es war ein bisschen beunruhigend. Morats. Und Blutfliegen. Wir können uns auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte besorgen hier. Gerade am Anfang hat man die ziemlich nötig.
ich sehe Wölfe. Na, ihr klaut mir meine Beute nicht hier. Ich werde zuerst ankommen. Au, au, au. Oh, da ist noch einer. Schnell ein paar Waldbeeren fressen. Essen natürlich. Einfach weil ich die schneller anwählen kann. Ich weiß nicht, ob der Wolf da jetzt gerade das Gefährte aufgenommen hat oder nicht. Da war noch einer. Wo ist der? Da ist der. Nee, er hat nicht bemerkt, dass sein Rudel hier attackiert worden ist. Vielleicht gehört er auch zu einem anderen Rudel. Das heißt, Wolfsfelle für uns. Und Zähne für uns. Okay, es wird auch nichts mehr angezeigt. Das heißt, ich habe alles geplündert, was es hier zu plündern gibt. Ich glaube, in Teil 2 war es so, dass man die immer noch angucken kann. Deshalb wusste man dann nie, hat man die schon ausgeplündert oder nicht. Zumindest nicht gleich sofort ersichtlich. Blutfliegenjagd. Ich muss aufpassen, dass ich nicht auf den Schattläufer treffe. Der haut mich um. Und er hat eine wunderbare Tendenz, einen zu erwischen. Und er ist auch lautlos. So ziemlich. Ah, diese Blutfliege wollte wohl die toten Mole Rats fressen. Denn Blut haben sie ja immer noch in sich. Wir haben ja bloß ein bisschen Fleisch aus denen rausgeschnitten. Und da ist der Schattenläufer, ich sehe ihn. Da es noch Tag ist, sollte er sich schlafen legen. Oder er frisst irgendeine Leiche. Irgendwas frisst er da, vielleicht einen toten Mole Rat. Tagsüber schlafen Schattenläufer eigentlich. Die sind eigentlich nur nachts aktiv. Weshalb man definitiv nicht bei Nacht in den Wald gehen sollte. Zumindest nicht in diesen Wald. Okay, ich halte mich von dem fern. Vor Schattenläufern habe ich riesen Respekt. Die haben mich so oft erschreckt tatsächlich. Wenn man gerade nicht mit denen rechnet. Das ist eine rein psychologische Sache bei mir. Vielleicht könnte ich ihn schaffen oder so, aber ehrlich gesagt spare ich mir den auf, wenn ich ein bisschen stärker bin und zumindest einem der Lager angehöre schon mal. Dann fühle ich mich ein bisschen besser in der Lage, hier zu überleben. Ein Mole Rat. Da sind, hinten sind noch ein paar Wölfe. Scavenger. Oh, das ist doch nett. Und noch mehr Wölfe an der Seite. Erstmal die Scavenger. Oh. Ja, man trifft nicht, wenn man die nicht im Fokus hat. Dann trifft man niemanden. Das hatten wir bei Karim schon festgestellt. Das ist eins der Probleme. Ich esse ein Stück Fleisch. Wölfe können problematisch sein. Im Rudel vor allen Dingen. Und weil wir momentan nur unseren ollen Novizenrock haben. Der andere Wolf da hinten hat uns nicht bemerkt. Ah, Wölfe droppen auch kein Fleisch. In Teil 2 droppen sie dann auch Fleisch. Aber hier nicht. Anscheinend ist das Fleisch von denen ungenießbar. Ich nehme mal einen Heiltrank. Wir finden viele Pilze, Pflanzen. Also nette Sachen. Wie sind wir jetzt aus dem Wald raus? Das erkennt man immer, wenn die Musik der Oberwelt wieder einsetzt. Der Wald hat seine eigene Melodie.
Melodei. Und hier gehe ich eigentlich auch immer lang. Hier gibt es noch ein paar Erfahrungspunkte zu holen. Erfahrungspunkte wieder. Das ist entspanntes Jagen. Aber kann man das wirklich Jagen nennen? Ich meine, Jäger geht ja mit dem Bogen ran. Aber wie gesagt, das wäre jetzt... Es geht so viel besser. Sollte ich mir also extra Pfeile kaufen müssen und in Geschicklichkeit investieren, wenn das auch so gut geht. Scavenger sind leichte Beute. Inzwischen. Weil wir nahezu keinen Schaden mehr durch sie nehmen. Ja, ein bisschen Fleisch. Als Belohnung. Für unsere erfolgreiche Jagd. Ich höre es rauschen. Wir nähern uns der Küste. Die liegt alles voll. Und ich liebe es, Sachen aufzusammeln. Das gehört für mich auch zu der Spielerfahrung dazu eigentlich. Ein Haufen Steinwurzeln. Könnten noch mal nützlich werden, denke ich. Ist in den Büschen etwas versteckt? Nein. Was haben wir da? So eine Art Altar mit 4 Zacken. Es ist ein Teleporter. Oder? Nee. Ich glaube in diesem Spiel nicht. Aber es ist wichtig. Momentan noch nicht wirklich, aber später mal. Ich höre den Wind rauschen durchs Geäst. Aber Seraphis gibt es hier ganz viel. Ich glaube in Teil 2 heißen sie einfach nur Blauflieder. Ja, wir nähern uns wieder der Grenze der Kolonie. Und hier sehen wir quasi das große Meer, was Korinus umgibt. Und das Sumpflager ist direkt neben dem Meer. Und man sieht auch, dass hier sich gar nichts befindet. Da sind keine Bäume oder Hütten oder Steine oder Gegner. Das ist wirklich so, dass hier die Spielwelt endet und ein paar Meter weiter ist die Barriere. Waldbeeren. Ich liebe Waldbeeren. Ein Waldbeerenkompott, das wäre doch was. Ich wollte auch immer gerne die Sachen, die man hier dann kochen kann oder finden kann, selber mal probieren irgendwie. Aber so Waldbeere an sich gibt es ja nicht. Es gibt ja Himbeeren. Oder Blaubeeren oder Brombeeren. Aber... Oh, ein gekentertes Schiff ist dort an der Küste. Aha. Ein Felsen und eine Plattform da unten. Da kommen wir auch nochmal hin. Ja, das wollte man dann... Wollte ich alles ausprobieren. Die Welt ist einfach so perfekt gestaltet dafür, sich hier niederlassen zu wollen. Und das hat, glaube ich, nur der erste so wirklich... Ich meine, Korinus ist auch cool. Ja, und die Ortschaften, die dort sind. Aber so wirklich heimisch habe ich mich immer nur in Gothic 1 gefühlt. Ist noch nicht mal unbedingt nostalgisch nur so, sondern auch wirklich, dass ich denke... Irgendwie die Atmosphäre und dass man wirklich als nichts hier reinkommt und sich so langsam Essen besorgt und sowas alles, das alles fand ich dann einfach irgendwie cooler. Es ist auch nicht ganz klar, was eigentlich unsere Aufgabe hier in dem Ganzen ist, derzeit. Es gibt so Schläfer, es gibt so Lager und wir sind halt nur einer von vielen, die ihr Glück versuchen. Gibt es hier keine Gegner mehr? Kann ich ja gar nicht glauben. Vielleicht doch. War da etwas? Ja. Das fand ich dann ziemlich entspannt, ehrlich gesagt. Wenn die Story anzieht so langsam ab dem zweiten Kapitel, dann wird es ein bisschen anders. Zack, zack.
Ich bin jetzt wieder aus dem Gothic 2 Modus raus und bin jetzt wieder im Gothic 1 Modus. Deshalb geht das jetzt ein bisschen besser. Es ist eigentlich viel simpler, als wie ich das dann versuche mit Ausweichen und sowas alles. Das ist alles nicht so wichtig in Teil 1. Oh oh, Varge. Und sie haben Blut gewittert vom Scavenger, der erlegt worden ist. Deshalb kommen die jetzt und fressen die das Aas. Varge sind im Grunde genommen verstärkte Wölfe. Die Varge, sie haben Varge. Und er nähert sich und wird jetzt gleich fressen. Wir können ja mal beobachten. Oh, er kommt auf uns zu. Okay, alles klar, ich bin weg. Oh, das ist gar nicht gut. Du sollst mich in Ruhe lassen, Mann. Ist immer noch hinter uns her? Ist immer noch hinter uns her. Ich bin schneller als er, weil er ja nicht rennt. Aber dennoch. Wo ist er? Da kommt er. Ich meine, ich kann... Soll ich es mal versuchen? Ich meine, Trial and Error, wa? Ist ein Ork-Hund. Aber der ist ziemlich heftig. Okay, es ist kein Varg. Im zweiten Teil heißen sie dann Varge. Hier heißen sie noch Ork-Hunde. Aber er hat von uns abgelassen, nachdem wir neu geladen haben. Okay, das soll auch so bleiben. Bitte bleib mir fern. Wo geht er hin? Er geht schön da lang irgendwie und... Ich kann mich hier um diese Viecher hier kümmern. Ich möchte, dass der Ork-Hund verschwindet. Das ist noch eine Nummer zu groß für uns. Aber einen Wolf können wir töten. Ich glaube, das war sogar ein kritischer Treffer. Aber selbst ein kritischer Treffer reicht nicht aus, um einen Wolf mit einem Treffer dann zu erledigen. Man braucht immer noch zwei. So. Orkund ist weg. Ja, nach dem Neuladen war er dann quasi... Hat er unsere Fährte verloren. Es wird nicht alles übernommen, wenn man ein Spiel neu lädt. Aber das ist manchmal auch ziemlich praktisch oder auch... Es ist dann manchmal auch ein Bug, den man dann hat, plötzlich. Eigentlich, weil eigentlich sollte er uns nicht so lange folgen. Eine Brücke. Ein Haufen Scavenger. 4 Stück. Köstlich. Gib mir Fleisch. Wieder ein Waldabschnitt. Und hier geht's zum alten Lager zurück. Den Wald kann man auch schön leer räumen. Jetzt, wo wir alle möglichen Sachen gelernt haben, um Tiere auszunehmen, kann ich mich auch um all die Wölfe und Blutfliegen kümmern. Okay. Ja, ich will immer zurückweichen, das ist aber vollkommen sinnfrei. Der Wolf hat uns nicht bemerkt. Anscheinend gehört er nicht zu dem Rudel. Das war jetzt ein Viererrudel und der gehört dann nicht mehr dazu. Sonst hätte er uns ja sicher bemerken müssen. Das war ja direkt nebenan eigentlich. Hier ist noch ein bisschen Fleisch. Ich finde ja mehr als genug. No rat. Sind die nicht irgendwo Snapper? Da unten sind Snapper. Snapper sind gefährlich für uns. Wieder eine der inoffiziellen Levelgrenzen. Okay, dich werde ich auch noch töten. Für Fell und Zähne.
Blätter rascheln hier runter. Es ist so schön, dass man Blutfliegen mit einem Schlag jetzt platt machen kann. Blutfliegen waren immer meine Lieblingsgegner. Weil just am Anfang war ich so, oh, ich krieg die nie platt. Mole Rats und Scavenger gingen, aber Blutfliegen, vor denen hatte ich immer Respekt, weil ich recht früh auf die getroffen bin und dachte, wann kann ich die denn besiegen? Und das war dann ein schönes Gefühl, dass man dann irgendwann so stark war, dass man die ohne Probleme niederkloppen konnte. Und sie droppen halt auch nette Sachen. Und hier in diesem Teil machen die Wölfe auch häufiger so einen Sidestep. Also die versuchen irgendwie nach links oder rechts so ein bisschen zu springen. Aber was es nur macht, ist verhindert eben, dass sie angreifen in dem Moment. Und ich kann dann nochmal zuschlagen. Das heißt, die machen sich eigentlich selber... Die machen sich das selber schwieriger, als eigentlich wäre für sie. Ja, die KI hat ein Upgrade erfahren im Grunde genommen in Teil 2. Was die Kämpfe auch ein bisschen fordernder macht. Und ich habe für jedes Tier habe ich eigentlich eine eigene Strategie da entwickelt. Oder man weiß genau, wie die springen werden, ob sie jetzt angreifen werden, wie die Distanzen sind, inwieweit man zurückweichen kann. Was hier nicht so gut funktioniert, weil die eine viel größere Reichweite haben aus irgendeinem Grund. Und das alles rauszufinden und dann geht das so in Muscle Memory rüber, dass man dann irgendwann schon instinktiv so handelt, wie es richtig wäre. Ja. Mit Snappern will ich nichts zu tun haben. Noch nicht. Was gibt es hier noch? Oh, jetzt kommen wir zu dem Ort, wo quasi... Ah, Lurker sind da und Varane sind hier, ja, irgendwo. Genau. Die kann ich jetzt ja auch töten. Denn ich kann ihre Krallen nehmen. Es sind immerhin 4 Krallen. Die Frage ist nur, wie gut bin ich darin, Varane inzwischen zu töten? Sehr gut. Das ist doch kein Problem mehr hier. Sauber. Und die sind auch 15 Erz wert. Krallen. Ja, manchmal, wenn Gegner zurückweichen und man sie eigentlich trifft, ist es so, als hätten sie geblockt. Man hört zwar keinen Pling, weil die keine Waffen in dem Sinne haben, aber sie nehmen keinen Schaden dann. So, und hier ist ein Lurker. Ich glaube, Lurker waren stärker als Varane. Ja, sie haben mehr Lebenspunkte auf jeden Fall. Geben 170 Erfahrungspunkte. Außerdem eine Lurker-Haut. Ja, die droppen tatsächlich so eine Haut von Lurkern. Die einzige Echsenhaut neben der Sumpfhaut, die ja wohl auch Echsen sind dann anscheinend. Und 2 Lurker-Klauen. Sind genauso viel wert wie eine Kralle und die haben bloß 2 Stück davon. Aber das droppen die halt. Die Lurker. Ja, und 170 Erfahrungspunkte ist schon mehr als 80, was die Varane machen. In diesem Teil sind die Varane die schwächeren Echsen. Und die Lurker die stärkeren. Was sich im zweiten Teil gewandelt bzw. angenähert hat. Ich glaube, die waren ungefähr gleich stark. Aber ich meine, im Großen und Ganzen waren Varane stärker im zweiten. Varane gehören in Teil 2 zu meinen absoluten Hassgegnern. Ihre Bewegungsmuster sind für mich sehr schwer zu erkennen und entsprechend auszuweichen. Das ist echt ätzend. Wir sind auf der Sandbank. Und klären so ein bisschen hier die Sandbank. Da ist noch ein Lurker. Noch ein Lurker. Ja. Okay. Ich bin mir nicht mehr sicher. Okay, komm her. Er hat Drohgebärde. Er kommt langsam. Oh, hat denn sein Kollege uns bemerkt? Aber es geht doch ganz gut. Es hätte schlimmer werden können. Blutfliegen sind manchmal ein bisschen lahmarschig in Bezug darauf, uns zu sehen. Lurker sind da ein bisschen beständiger. Ich habe das Gefühl, die Blutfliegen sind einfach zu sehr damit beschäftigt, ihre Wegpunkte abzugehen.
als dass sie hier daran interessiert wären, gegen uns zu kämpfen. Und die haben auch ein recht einfaches Muster. Man trifft sie, dann schlagen sie sofort zu, also einmal zurückweichen und dann nochmal zuschlagen, weil man eine höhere Reichweite hat mit seiner Waffe, als die mit ihrer Clown-Attacke. Vor allen Dingen, wenn wir auch noch zurückweichen in dem Moment. Da hilft zurückweichen dann doch mal. Ja, das ist zumindest eine Strategie, die man dann fahren kann gegen eigentlich stärkere Monster. Was Lurker ja eigentlich sind. 170 Erfahrungspunkte, das ist echt eine ganze Menge. Ah, wir brauchen noch 3000 Erfahrungspunkte für die nächste Stufe, für Stufe 8. Aber wir haben schon wieder 10 Lernpunkte. Werde ich wahrscheinlich auch wieder in Stärke investieren. Das bringt viel. Ich würde nur gerne jetzt langsam mal Waffen finden, die es auch wirklich nötig machen, dass ich mehr Stärke habe. Ich meine, grobes Schwert braucht 20 Stärke und die Stachelkeule, die 25 Schaden macht, braucht 11 Stärke. Also das habe ich ja fast im Grunde zu Anfang gehabt schon. Also nur um einen Punkt weniger, wa? Oder zu wenig. Also, wir springen von Felsen zu Felsen. Kommen wir da so hin? Ich will nicht ins Wasser. Hey. Das war jetzt einfach nur spaßeshalber. Ja, man kann sich auch selber so Challenges auferlegen in diesem Spiel natürlich. Je nachdem, wie man spielen möchte. Ist halt eine offene, freie Welt. So, und jetzt sind wir auf der Sandbank direkt vor dem alten Lager. Da ist es wieder. Und Blutfliegen, naja. Wir schwimmen mal rüber. Die Strömung treibt uns ein bisschen ab. Das ist nicht so schlimm für mich. Ich glaube, diese Blutfliegen waren es, die mich gelehrt haben, Blutfliegen zu respektieren. Wobei ich über ihre Intelligenz nicht viel sagen kann. Die sind einfach... Die gehen irgendwelche Wegpunkte ab. Entweder drehen sie sich im Kreis oder bewegen sich an bestimmten Wegpunkten. Und manchmal überschneiden sich die Wegpunkte von zwei Blutfliegen oder auch dreien und dann hängen die alle quasi an einem Fleck fest, weil sie sich gegenseitig blockieren. Das passiert auch häufiger mal. Weil die einfach sich so viel bewegen und da passiert natürlich immer mal Murks. Genauso wie mit unserem Waldschrater. Der hatte auch nicht viel Glück. Aber ich hoffe, er lebt noch. Und die heilen einfach nicht zwischen den... Vielleicht zwischen den Missionen oder zwischen den Kapiteln vielleicht, aber so jetzt gerade nicht, wa? Hier liegt noch Seraphis. Ja, ganz viele Fässer und Gerümpel, was hier direkt vorm alten Lager liegt. Ich müsste auch mal zur alten Mine. Ah, lasst mich überlegen. In Stärke investieren? Macht das jetzt schon Sinn? Ja, tut es. Dann haben wir über 50. Das ist eine schöne Zahl. War doch klar, dass das mir fällt nämlich nicht ein, was ich sonst noch groß brauchen könnte, abgesehen von Schlösserknacken vielleicht. Derzeit jedenfalls. Kannst du mir was beibringen? Ja. Ja, yeah, kannst du. Stärke. Kostet hier auch 5 Stärke, kosten immer 5 Lernpunkte. Wenn er kam, mach's gut. Später. Oder in Teil 2 kosten sie dann hier ab einem bestimmten Punkt schon 10 Lernpunkte. Das heißt, man alles. Es wird schwieriger, Stärkepunkte zu bekommen, aber hier ist alles ganz linear. Ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder zum neuen Lager. Das Sumpflager haben wir jetzt aber durch. Im Groben und Ganzen. Wir nehmen den Pfad durch den Wald. Denn da waren noch ein paar fiese Wölfe, die mich hier mal umgebracht haben. Und ich möchte mich gerne dafür revanchieren. Für diese Schmach. In diesem kleinen Wald zwischen alten Lager und alter Mine gibt es zum Glück keine Schattenläufer. Ich meine, in der Nähe ist eine Höhle, wo Snapper sind. Und Snapper würde mich jetzt, glaube ich, auch noch wegpusten. Und es gibt keine Orkhunde hier. Also der Wald, wo wir gerade waren, ist schon definitiv einer der gefährlicheren. Wölfe geben auch 90 Erfahrungspunkte. So, die Frage ist, hat der Kollege von diesen hier das jetzt bemerkt oder nicht?
Und hier ist auch nichts drin in dieser Höhle. Und nicht mal Knochen. Denn hier gab es ja noch einen Wolf. Die Frage ist, hat er es gemerkt? Ich glaube nicht. Der ist noch ahnungslos. Wow! Ho, Angriff! Und gleich einen kritischen Treffer. Oder ich glaube, den brauche ich gar nicht mehr, wa? Ich glaube, ich bin stark genug. Jetzt dank Stärke 55. Das ist die Power. Die Power, die da macht. Aua. Höllenpilze. Mole Rats. Direkt voraus in der kleinen Durchgangshöhle. Da drüber schweben ein paar Luftfliegen. Wir machen den Weg zur alten Mine frei. Krug, Tränk, Bier. Eine Schüssel. Ein bisschen Kleinkram. Zwei Pflanzen. Nachtschatten und Orkblatt. Ja. Ich erkenne die Flora und Fauna. Ich habe da doch gerade irgendwas gehört. Das war kein Ork, es war ein Mole Rat. So, da ist eine Höhle mit Snappern. Zwei Stück sehe ich da schon mal stehen und lauern. Wir können durch das Loch hier zurück in den Durchgang fallen, in dem wir gerade die zwei Mole Rats getötet haben. Ja, das Spiel ist 3D. Es gibt verschiedene Ebenen. Es ist kein Doom oder Wolfenstein 3D, wa? Oder es ja bloß Pseudo-3D ist im Grunde genommen. Aber das ist natürlich auch wieder eine Sache für... Da können viele Fehler passieren in so einer Engine dann natürlich, wa? Okay, ich glaube, diesen Waldabschnitt haben wir soweit durch. Ich kann nochmal an den Fluss gehen. Da ist ein Haufen von Blutfliegen. Da ist ein Lurker. Locken wir den Lurker an. Lurker sind im Grunde genommen Schwimmechsen, die... warte mal, geht das hier auch? Okay, er kommt an. So, und im Wasser ist er definitiv schneller als an Land. Kann er uns angreifen, aber er kann uns nicht angreifen im Wasser. Er muss auch gegen die Strömung ankämpfen. Au! Tot. Aber er kann uns auch nicht im Wasser angreifen, was man ja eigentlich erwarten sollte von einer Echse, die quasi im Wasser lebt und dort angreift, ihre Gegner. Aber das ließ sich wohl nicht implementieren, aber zumindest sind sie definitiv schneller als jedes andere Wasserwesen. Oder schwimmendes Wesen. Blutfliegen können schweben. Man kann sich auch in verschiedene Monster verwandeln tatsächlich, wenn man die entsprechende Schruftrolle hat. Dann stellt man fest, Blutfliegen sind gut, um eben runterzufallen, weil die nehmen keinen Fallschaden durch Abstürze, weil sie einfach... schweben. Okay. Ah, es wird langsam dunkel. Ich sehe schon die ersten Sterne am Himmel. Und schwarze Goblins. Igidigit. Ja, schwarze Goblins sind noch speziell. Warane nicht. Da sind noch mehr Goblins. Also, das sind dieselben Goblins. Ich dachte schon, hä? Ich habe einen Knick in der Optik. Okay. Ich glaube, die haben auch ein Rudelverhalten, die Goblins. Also werden sie wahrscheinlich alle auf uns einstürmen und das wird nicht gut enden. Ich meine, es ist auch für Balpaves nicht gut geendet, wie wir mal gesehen haben. Ja, die kommen alle an. Sobald einer aggressiv wird... Okay, es könnte klappen. Ich darf mich nur nicht treffen lassen. Ja, okay. Meine Rüstung ist zu schwach für diese Goblins. Da müsste ich schon
sehr, sehr gut ausweichen. Und da das so viele sind, ist das weitaus schwieriger als der Kampf gegen Karim. Ich meine, die zwei hier, die wären ja potenziell noch möglich. Oh! Zug. Sah schon mal besser aus. Okay, sie knurren, das heißt, die laufen zurück. Einer läuft schon zurück und die anderen werden jetzt auch den Rückzug antreten. Zurück zu ihrer Höhle. Kann Gegner abschütteln. Okay, der eine hängt da fest an der Wand, aber gut. Kann ich alles haben. Ich will zumindest gucken, ob die irgendwas dabei haben, diese beiden hier. Ne, nur Nagelkeulen. Sind wohl schwächer auf jeden Fall als unsere... Ja, machen nur 11 Schaden. Aber das reicht mir. Ja, deren Waffen machen nicht so viel Schaden, aber deren Stärke an sich ist schon ziemlich hoch. Und das gleicht das dann wieder fies aus. Ich werde hier noch ein bisschen Blutfliegen metzeln. Vor dem neuen Lager, vor dem Tor. Ist eine ganze Menge hier. Und Scavenger. Ja, wir nähern uns dem Lager von Aiden wieder, dem Jäger, der mir schon alles beigebracht hat, was er wusste. Aiden! Aber ich weiß, dass ich ein Varan ist. Und den kann ich nicht entkommen lassen. Hier an diesem... in dieser Schlucht, die wohl früher mal ein Weg war. Dann gibt es hier nämlich noch mehr zu erkunden. Ein Seraphis sehe ich dort. Höllenpilz. Ich meine, es gibt hier noch ein paar mehr Goblins. Und da ist Aiden. Hi Aiden, alles klar? Ich will lernen, Tiere auszuschlachten. Ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß. Okay. Das ist nie passiert, Aiden. Nie. Weißt du es nicht mehr? Es wird dunkel. Steinwurzeln. Waren hier nicht nur irgendwo Gegner? Noch mehr Steinwurzeln. Und noch zwei Seraphis. Okay. Na, hat sich trotzdem gelohnt. Aber ich glaube, den Sprung... das sollte ich lieber nicht wagen. Vielleicht von hier aus? Das könnte passen. Ja, und da sind schon die Fackeln angegangen vom neuen Lager. Es lädt uns schon... das war knapp. Er war schon in der Beginn der Fallanimation, aber es war gerade noch nicht so weit, dass es uns umgebracht hätte. Dafür sind wir noch ein paar Scavenger. Ich grase erstmal all die leichten Gegner ab. Bonk, bonk, bonk. Jawohl. Pilze, Seraphis, ich sammle alles auf. Ich bin ein Kleptomane. Das kriegt man aus mir nicht raus. Guck dann immer so rückwärts sozusagen in Hütten, was ich nicht einsehen kann. Dann kann ich mich ein bisschen vorbereiten. Sklavenbrot in der Hütte. Hier wachsen auch schon Pilze. Hier ist noch eine Hütte. Da ist gar nichts drin. Ein Steg, ein Bootsteg ist hier. Und da ist noch... Oh, da die Hütte ist schon untergegangen. Unter Wasser. Und ja, es ist ein kleiner See hier direkt vom neuen Lager. Die Frage, ist da was drin? Ich glaube, es ist gar kein fester Gegenstand. Ich glaube, das ist vollkommen durchsichtig oder beziehungsweise... Ja, es ist kein fester Gegenstand. Aber
Aber okay, hier ist es ein fester Gegenstand. Das heißt ja, warte mal. Wenn ich über die Brücke gehe, müsste ich ja irgendwann ins Wasser fallen. Nee, doch nicht. Vielleicht von unten. Nee, doch jetzt. Ja, das Dach ist undicht. So, das sollte mal jemand flicken. Und da ist eine Höhle, aus der Licht kommt. Na, ist sicher interessant. Statten wir diesen Banditen mal einen Besuch ab. Ah. Was zum Teufel machst du hier? Hm? Oh, nichts. Ich mach nichts hier. Okay, ich war nicht darauf vorbereitet, dass er plötzlich angreift. Ich dachte, ich kann gemütlich mit ihm reden. Was zum Teufel mach... Steck die... ein Kampf! Kümmerliche Vorstellung. Kampf. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. Oh, der jetzt dabei. Die Triche, Pfeile und ein Feldbogen. Ah, das ist was Gutes. So, aber den Rest erkunden wir dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Gothic. Ich bin GBFA-Kanalmeister und sage bis dahin.